So, dann ist mal schlafen angesagt. Jo. Und ein Wisselkraut. Schöne Sache. Keiner krank? Nein? Sehr gut. Ja, das geht langsam echt nicht mehr. Oh. An einer besonders schmalen Stelle, wo es auch noch schwindelerregend steil zu einer Seite abfällt, steht mitten auf dem Weg ein Steinbock, der euch misstrauisch beäugt und sich weder durch das Zurufen durch hektisches Armwedeln beeindrucken lässt. Wollt ihr umdrehen, ihm eins die Nase geben oder ihm etwas zu fressen hinschmeißen? Eigentlich würde ich gerne ein Tiere beherrschen sprechen. Also auf die Nase geben ist keine gute Idee. Geben wir ihm mal was zu essen? Mürren? Eine vierblättrige Einbeere. Das Vieh schnuppert dran und schleudert dann das in seinen Augen unnütze Ding mit den Hörnern den Hang hinunter. Okay. Proviantpaket? Nein, will er auch nicht. Was haben wir noch? Tajallen? Ein Belmarblatt ist viel zu teuer. Wir können jetzt auch nicht einfach wahllos irgendwelche Kräuter ausprobieren. Ein eitriger Krötenschemel? Nein, nein, das ist er bestimmt nicht. Aber wenn, wäre schon ganz praktisch. Na komm, ein Wirselkraut vielleicht. Nö. Ich bin jetzt neugierig, was das Ding essen will. Jupukerwurzel? Nein. Ich frage mich auch gerade, ob er eins davon runterschmeißt oder alle. Ne, sie hat noch ganz viele Wirselkräuter. Ah, okay. Raune? Nö. Wenn das so weitergeht, verpasse ich ihm gleich doch eins. Jokerwurzel? Nö. Belmarblatt? Nö. Das waren jetzt schon locker über 30 Dukaten, die wir jetzt verpulvert haben. John Stengel. Janele? Elmblatt. Wir haben gleich alle Kräuter durch. Ich gebe mir jetzt echt einen Krötenschemel. Bestimmt ist das Ding eine Lakritz oder sowas. Essbesteck. Tonnesblüte. Ne, komm, du kriegst eins auf die Nase. Der Steinbock holt Mürre mit einem Rammstoß von den Füßen und er klimmt dann den steilen Berghang. Ja, das hätten wir von vornherein machen sollen. Hm? Routenplanung. Wir können nach Osten. Aber nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen nach Südwesten. Ja. Und dann gucken wir weiter. Hier wäre jetzt eine Abzweigung schön. Genau. Wir wollen eine neue Richtung auswählen. Nordwesten kommen wir hier, also südwestlich. Und es ist schon Abend, also gerne einen Lagerplatz aufsuchen. Und dann schauen wir mal ganz kurz bei Jallen vorbei. Wie viel Kräuter sie jetzt so verpulvert hat. Also anscheinend wirklich immer nur einmal von einem Kraut. Ist dann trotzdem schade bei den Sachen, wovon wir nur eins hatten. Juruka-Wurzel sind sogar alle weg. Aber na gut, hilft alles nichts. Bewegungspunkte sehen noch bei allen okay aus, obwohl Georgon viel zu viel Proviant hat. So. So wird alles okay. Sie hat noch ein paar viele, die können auch noch kurz aussortiert werden. So, jetzt aber schlafen. Und zwei Tanelen. Ja. Mürrums Kopf ist wie in Watte gepackt. Pause. Jallen. Bitte, lass es keine Keuche sein. Dumpfschädel. Ah, sehr schön. Und warum immer die Frauen und die Elfen? Das ist komisch. Ah. Ein steiler Pfad führt in westlicher Richtung den Berg hinauf. Oben erkennt ihr ein paar Höhlen. Oh, das klingt doch sehr gut. Wir wollen Routenplanung westlich.
Ihr habt eine Stadt erreicht. Wollte sie betreten? Auf jeden Fall. Finsterkoppen. Das Zentrum allen Bösen. Oder wie war das? Direkt nach vorne. Wir sollten nicht mit einer Elfe vorne ranlaufen. Sieht aber sehr skurril hier aus. Ist das da was Besonderes? Auf euer Klopfen rührt sich nichts. Wollt ihr es noch einmal um etwas mehr Nachdruck versuchen? Nein, wollen keinen schlechten Eindruck vermitteln. Aber das ist ja riesig hier. Scheint so groß zu sein wie Tiefhusen bestimmt. Da geht's auch nochmal ab, aber... Oh. Oh. Zwergenwachen. Und zwar ganz schön große Zwergen. Aber na gut. Und eine Taverne. Oh, sehr schön. Rote Erde. Einmal eine Theke. Und 7 Bier, bitte. Sofort. Dann sprechen wir doch mal. Oh, große Leute. Na, setzt euch, wenn euch die Hocker passen. Entschuldigt mich, ich habe zu tun. Scheint wohl öfters vorzukommen, dass hier große Leute herkommen. Sonst würde er doch eigentlich mit uns reden wollen, oder? Okay, dann setzen wir uns an einen Tisch. Anscheinend haben eure Tischnachbarn keine Lust, mit euch zu reden. Dann warten wir ein wenig und setzen uns an den nächsten Tisch. Die wollen auch nicht mit uns reden. Die scheinen Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen zu sein. Na gut, dann halt anders. Gwendolyn, geh mal tanzen. Oh, eine Dukate. Haben oder nicht haben. Und noch mal ein wenig verrenken. 2 Silberlinge. Ist ja nicht gerade viel. Und Harfe spielen. Sparen wir uns dann einfach mal. Und gehen halt raus. Wahrscheinlich sollten wir da rein. Aber die Stadt erkunden klingt erstmal besser. Vor allem schauen, ob hier irgendwo noch Händler sind. Also Tirek hat ja eigentlich alles, was er braucht. Sonderbüchse. Kannst du auch noch nehmen, ja. Also ja, wir haben alles an Werkzeug, was wir so bräuchten, um in eine Mine zu kommen. Und hier wird es bestimmt irgendwo eine Mine geben. In einer Zwergenstadt? Auf jeden Fall. Hehe. Der Haken ist halt nur, dass es bestimmt den Zwergen gehört und die uns da nicht reinlassen werden. Okay. Aber es sieht nicht so aus, wenn es hier viele Geschäfte geben würde. Nur Tavernen, aber ich, ja, das passt halt, ne? An die Theke und eine Runde für alle. 6 Dukaten. Aber gut, hier. Hab Dank, gut zahlenden Kunden wie euch weiß ich zu schätzen. Ein dreifaches Prosit auf die Spender. Na, mal gucken, ob sie jetzt eher reden wollen. Oh, große Leute. Na, macht nichts. Trotzdem willkommen. Sehr charmant. Setzt euch. Wartet. Irgendwo muss ich noch einen dieser großen Stühle haben. Hier. Dann erzähl uns doch mal über deine schöne Stadt hier. Finsterkoppen. Es kommen nur selten Fremde hierher. Deshalb gibt es im Ort auch keine Herberge. Oh, das ist nicht so gut. Zwergenbinge? Lass uns lieber ein anderes Thema wählen. Nee. Salamanderstein? Nein. Zwerge? Man traut es den Zwergen kaum zu, aber sie können genauso gut kämpfen, wie sie schmieden. Das trauen wir den Zwergen zu. Wir haben ja bei Tirek das gut gesehen. Ja, ich komme, alter Drängler. Entschuldigt mich. Und weg ist er. Na gut, gucken wir mal, ob hier jetzt die Leute mit uns reden wollen. Besetzter Tisch. Hallo. Nö. Nee. Können wir nochmal tanzen? Nein. Dann halt raus hier. Und es ist schon 9 Uhr abends. Ja, wir werden langsam müde. Aber wenn es hier keine Herberge gibt, werden wir uns wohl einfach in die Ecke verdrücken müssen.
So, hier ist gut. Schlafen. Korima, Gerugon, Tirik. Rest schläft. Nicht 11 Stunden, sondern 10 müssten reichen. Myrum erholt sich wieder, sehr schön. Wird hoffentlich keiner krank, weil wir hier auf dem Boden schlafen. Aber das tun wir in der Wildnis ja genauso, also das wird keinen Unterschied machen. So. Da es hier nicht wirklich viele Geschäfte gibt, sondern nur ein paar Tavernen und in den Tavernen fast keiner mit uns reden möchte, werden wir jetzt wohl doch zurück zu diesem imposanten Gebäude gehen müssen. Das bestimmt irgendwo bei dem Berg da war. Ansonsten gucken wir gleich mal auf Tiriks Karte und dann passt das schon. Na, oh, das ist echt riesig. Aber, ja, hier sind wir richtig. Sehr gut. Probieren wir es einfach. Zwei grimmige, schwer bewaffnete Wachen an dem Portal mustern euch von oben bis unten. Obwohl sie euch körperlich unterlegen scheinen, lassen sie keinen Zweifel daran, dass sie euch mit ihren Äxten ohne zu zögern aufschlitzen würden. Die sehen gar nicht so unterlegen aus. Einer tritt euch entgegen, hebt imperativ die Hand und meint, halt, Elfen kommen hier nicht rein. Er deutet auf Myrum und schickt euch wieder weg. Warum? Also ja, gerade deswegen sollen wir den Salamanderstein holen, wegen diesen Zwistigkeiten. Aber dass wir wirklich überall auf die stoßen. Aber na gut, da kennen wir doch eine Lösung. Wir verstecken uns einfach kurz hier um die Ecke, dass die Wachen uns nicht sehen. Und zaubern einfach mal. Myrum. Verwandlung Visibili. Für zwei Spielrunden. Visibili Vanitar. So. Yallen. Verwandlung Visibili. Zwei Spielrunden. Visibili Vanitar. Und dann huschen wir da einfach ganz schnell an den beiden vorbei. So. Ihr dürft passieren, aber bedenkt. Ihr betretet eine dem Ingrim geweihte Stätte. Verhaltet euch deshalb so, wie es ihm gebührt, meint einer der Wachen und tritt beiseite. Kein guter Start, wenn wir jetzt da ein paar Elfen reinschmuggeln, hm? Oh, ja, das ist doch eher eine Zwergenstadt. Das da draußen waren wohl nur die Ausläufer für die Händler und dergleichen. Ah, das hier sieht wichtig aus. Ja, definitiv wichtig. Aber gucken wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir hier ja richtige Händler. So ein richtig guter Zwergenschmied, der seine Rüstung und Waffen verkauft, wäre schon schick. Oh, hier ist ein Schmied. Aber er verkauft wohl nichts. Schade. Hallo. Was kann ich für euch tun? Erzählt uns etwas über die Zwergenbinge. Da soll es ja technische Wunderwerke geben. Okay. Was kannst du uns über die Stadt sagen? Ich bin in meinem ganzen Leben nicht aus der Stadt herausgekommen. Also, mir gefällt's hier. Okay. Schmiedekunst? Ist einfacher als alle immer tun. Einfach feste draufkloppen. Okay. Waffen? Ein Kriegshammer ist eine gewaltige Waffe, die man aber mit beiden Händen festpacken muss. Ja, gut, nicht so interessant. Salamanderstein? Da kann ich euch nichts sagen. Na gut, aber wenigstens ein paar Leute hier drin, die mit uns reden wollen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Es müssen sich halt nur Myrum und Yallen in ihren Kunden verstecken. Oder einfach nur das Gesicht irgendwie anderweitig verstecken. Aber ja, die Roben dürften da eigentlich ganz gut passen. Kapuze drüber, am besten noch über die Augen auch. Und dann passt das schon. Sieht dann zwar ein wenig schurkenhaft aus, aber das wird schon besser sein als Spitzohren zu zeigen. Boah, ist das groß. Also wenn das so weitergeht, sollten wir doch zurück zum Eingang gehen und bei diesem wichtig aussehenden Hausmann anklopfen. Oh, noch eine Taverne. Ihr öffnet die Tür und seht unzählige Stufen, die in die Tiefen des Berges führen. Wollt ihr hinabsteigen? Oh,
Das ist jetzt mal eine Frage. Also ja, wir wollen auf jeden Fall in einen Zwergenbinge, aber das ist ja mitten in der Stadt. Da können wir gut Ärger bekommen, wenn wir nicht vorher irgendwie fragen. Nein, wir wollen nicht hinabsteigen. Wir gucken jetzt auf Deriks Karte. Uha, okay. Was haben wir da? Den Schmied. Und hier war der Eingang, hier ist das imposante Gebäude. Was bist du? Ein Tempel, ein Ingerim-Tempel. Das macht Sinn. Dann reisen wir doch mal dahin und fragen einfach höflich. Versuchen können wir es ja. Erstmal spenden wir was. Oh, wir haben nur noch 7 Dukaten. Okay, wir spenden eine Dukate. Oh, große Leute. Wer außer dem wahren Glauben an dem Herrn der minderen Schutzgottheiten, die ihr die anderen Elf nennen würdet, führt euch hierher? Wenn du so fragst, die Zwergenbinge? Wir gehen dort nicht hinein. Nicht, dass es ausdrücklich verboten wäre, aber es ist ein heiliger Ort und die Gefahr ist groß, den Gott zu erzürnen. Wenn es nicht verboten ist, dürfen wir dann rein? Sternschweif? Salamanderstein? Alte Überlieferungen erzählen, dass die Elfen einmal von dem Salamandererz hierher brachten, um in unserer Binge den Salamanderstein schmieden zu lassen. Genau deswegen sind wir hier. Komm, Zwergenbinge. Oh ja, was anderes, sehr schön. Nun gut, hört also. Einstmals unser Wohnort ist die Binge nunmehr dem Ingra heilig. Heiliger gar als so mancher Tempel. Niemand, auch von uns Zwergen nicht, soll in Versuchung geraten, die Halle des Obersten und Ältesten aller Götter zu entweihen, indem er sich an Ingras sagenhaften Goldschätzen vergreift. Der Frevler würde vom Berg verschlungen werden. Darum ist der Schlüssel zur Türe im Besitz des Tempels. Schlüssel? Binge? Mir scheint, ihr wollt hinein? Ich kann das nicht gutheißen, aber Ingra sagt, jeder sei seines Glückes Schmied, und wer bin ich, seine Worte in Zweifel zu ziehen? Nun denn, nehmt den Schlüssel, aber denkt an meine Worte. Sehr schön. Wer hat den Schlüssel? Er hat den Schlüssel. Schöne Sache. So, Karte. Die Binge war... hier. Ups. Da. So, dann speichern wir doch mal ganz schnell ab. Wen wollen wir gleich nach vorne schicken? Gwendolyn oder Tirik? Wir lassen mal Tirik vorne. Neu. Ja. LP 069.